Schaut, was ist? Ich habe ja überlegt, was ich sagen will, aber jetzt ist es mir irgendwie peinlich. Also Claude, wollen wir uns nicht mal amüsieren, nur wir beide? Komm, lass uns gehen. Hey! Nur die beiden. Oh oh. Das wird ja spannend. Madame, ist die Nacht der Wunder. Alle unsere Aktionen sind kostenlos. Wie wär's ihr zwei? Hier im Event Square begleicht ihr eine lustige Show. Schauen wir uns das doch mal an. Das Hotel ist echt gut, ne? So ein Geisterhotel. Herzlichen Glückwunsch. Ihr beide seid das 100. Paar an diesem Abend. Ihr beide seid die Hauptdarsteller in unserer heutigen Show. Bitte? Es ist überhaupt nicht schwer. Spielt einfach, wie ihr wollt, und das Ensemble improvisiert die Story. Hier entlang, bitte. Moment. Hey, klingt doch witzig. Na, komm schon, Cloud. Ja, da freut man sich doch, der 100. zu sein, oder? Vor langer, langer Zeit wurde das friedliche Königreich Gardia plötzlich von einem finsteren Schatten heimgesucht. Oh weh, Prinzessin Rosa wurde vom bösen Drachenfürsten Vorvados entführt. Was ist, wird nur mit ihr geschehen? Doch just in diesem Moment erschien der legendäre Held Alfried in Gardia. Das bin ich. Oder beziehungsweise Cloud. Oh, ihr seid gewiss der legendäre Alfried. Hey, du bist dran. Genau du. Oh, ihr seid gewiss der legendäre Held Alfred. Ah, Alfried heißt er sogar. Alfred. Ich bin da jedenfalls sicher. Bitte, bitte rettet Prinzessin Rosa. Und sprecht bitte mit unserem König. Oh, legendärer Held Alfried, ihr seid gekommen, um meine geliebte Tochter Rosa zu retten. Der böse Drachenfürst Vorvados haust fern von hier auf einen steilen Berggipfel. Dort hält er meine arme Rosa gefangen. Jedoch könnt ihr den Drachenfürsten alleine niemals besiegen. Wendet euch an jemanden, der euch Kraft verleihen kann. Was soll aller Zauberer oder was? Ich bin der große Zauberer Bormann. Was möchtet ihr wissen? Die Schwäche des bösen Drachenfürsten. Die Maße der Prinzessin. Ah, die Schwäche des bösen Drachenfürsten. Das ist. Natürlich, es ist die wahre Liebe. Die Kraft zweier, die sich lieben. Allein diese Waffe kann den giftigen Fängen des bösen Drachenfürsten trotzen. Was wird nun geschehen? Oh, seht nur, Held Alfried. Oh nein, da ist der böse Drache mit der Prinzessin Rosa. Ich bin Vorbados, der Drachenfürst. Ich habe extra auf euch gewartet, bevor ich der Prinzessin etwas antue. Mein Held, bitte helft mir. So in etwa? Los, Alfried. Und fragt euch nicht, woher ich euren Namen kenne. Nun, Held Alfried, wem mag eure Liebe gelten? Zeigt uns die Macht der wahren Liebe mit einem Kuss. Drachenfürsten küssen. Ja, wenn dann tiefer, oder? Randa. Cloud, ich meine, Alfried. Boah, meine Schwäche macht die Macht der Liebe. Wirklich gesagt. Seht nur, die Kraft zweier Liebender hat gesiegt. Lasst uns zurückkehren und feiern. Hurra! Alle freuen sich. Cloud.
Ah, unergründlich ist die Macht der Liebe. Und wenn der legendäre Held Alfried nicht gestorben ist, so lebt er noch heute. Mit ihr da. Das hätte ich von Cloud nicht gedacht. Richtige Pirouettendrehter da. Ja, war ja lustig. Das war lustig. Wollen wir als nächstes mit der Gondel fahren? Die hat aber auch. Die hat Bock. Zweimal bitte. Zwei Personen bitte sehr. Also entspannen Sie sich und genießen Sie den Rundblick auf den Gold Saucer. Hey, wie schön. Ja, Cloud hat richtig Bock. Ja, nicht, dass ein schlecht wird noch. Dann ist das Rendezvous versaut. Schau mal, Cloud. Da! Bewegt das Kreuz? Ach, ich kann die Gondel bewegen, oder was? Hübsch, oder? Muss ich etwas sagen? Was? Wenn ich irre wäre, könnte ich es wohl einfach frei heraussagen. Ja, dann raus mit der Sprache. So. Das Kreuz bewegen, so meinst du das? Es ist schwer, den richtigen Moment zu finden. Weißt du, Cloud? Ich... Ach, sag doch einfach, dass du ihn liebst. Jetzt raus mit der Sprache. Ich kenne euch seit ihr Kinder seid. Jetzt komm, jetzt kannst du es ihm sagen. Cloud will es auch. Das war ein toller Abend, Cloud. Übrigens, du wolltest mir vorhin was sagen. Nichts. Gar nichts. Oh, sieh nur, wie spät es ist. Wir sollten langsam wieder zurück. Ja, haben sie aber ganz schön mit Schwitzen jetzt. Ach, dieser komische. Ich hasse den irgendwie. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Kate Ziff ist irgendwie nutzlos? Hat er überhaupt eine Backstory? Habe ich noch nicht erfahren bisher. Das ist doch Kate Ziff, oder? Irgendwas ist hier faul. Hä? Ist das nicht der Schlüsselstein, den er bei sich hat? Hey, Kate Ziff! Ah, oh, dieser Sound hat den Schlüsselstein geklaut. Alles Langfinger hier in unser Team. Das gibt's ja gar nicht. Er ist hier, Yuffie, dann der. Sein Liebling bei Glücksspiel. Weiß ich nicht, die verstecken hinter dem fetten Chocobo. Hä, wo ist er hin? Das ist er doch hier, oder nicht? Nur in XXL-Format. Ach, ich bin das falsche Loch rein, echt? Das hört man aber auch nicht oft.
Wo ist er denn jetzt? Ach, fuck. Egal. Jedes Loch ausprobieren. Also hier ist er auch nicht. Ist aber Schokobus? Da oben ist er, der Hulun. Der Halunge. Bei dem Schokobus ist er. Komm zurück. Ich krieg dich, na warte. Jetzt haut er wieder ab. Der Lümmel. Ah, ist das einer von Shinra? Hier ist ja der Schlüsselstein. Ach, Zeng, ey. Gute. Natürlich die Turks. Hey! Warte doch mal, ich laufe auch nicht davon, ja? Ich habe auch. Ich habe Weng ausspielen. Ich bin als Spitze von Shinra. Das soll aber als Scherz sein. Ich hatte voll keine Wahl. Was passiert ist, ist passiert. Warum tun wir alle nicht so, als sei nichts geschehen, ja? Werd nicht frech, Ketzef. Du willst uns doch nur weiter ausspionieren, oder? Also, was dann? Willst du mir die Watte aus der Wampe hauen? Wer redet da eigentlich? Die Katze, oder? Das fette Vieh. Oder ist das ein Vieh? Nee, es sind zwei, ne? Die Katze redet. Das macht mir voll gar nichts aus. Mein Körper ist nur ausgestopft. Pass mal auf, in echt sitze ich in der Shinra-Zentrale in Midgar. Von da aus bediene ich diese Spielzeugkatze hier. Mia! Was? Was zur Hölle ist das? Du bist also wirklich gar ein Mensch, der für Shinra arbeitet? Wer bist du? Meinen Namen kenne ich, fall nicht verraten. Wir schwinden hier unsere Zeit. Gell, kapiert? Also genug gequasselt. Warum setzen wir uns nicht einfach unsere Reise fort? Jetzt reicht's aber. Freilich arbeite ich für Shinra. Das heißt, fein noch lange nicht, dass ich euer Feind bin, ja? Außerdem kriege ich alles nicht aus meinem Kopf. Ist wohl eure Lebensanstellung? Keiner bezahlt euch und keiner würdigt das, was ihr tut. Aber trotzdem setzt ihr euer Leben aufs Spiel, ja? Wenn ich mir das so anschaue, dann denke ich über mein eigenes Leben nach. Ob es Fall wirklich immer so wie bisher weitergehen kann. Du lügst schon wieder. Klingt sehr überzeugend. Einmal Spion, immer Spion. Genau, einmal Ratte, immer Ratte. Mit jedem wie dir können wir nicht zusammenbleiben, also hör mit dem Gerede auf. Was hattet ihr schon gedacht? Mit euch zu reden ist zwecklos. Auf diesen Fall habe ich mich freilich vorbereitet. Wollt ihr euch das hier nicht mal anhören? Papa? Tifa? Marlin? Ah, Tifas Stimme. Tifa, hörst du mich? So schaut's aus. Also macht genau das, was ich euch sage. Ja? Du Elender! Eigentlich ist das voll nicht meine Art. Ja, aber Geisel nehmen und solche gemeinen Sachen? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Wollt nicht auf mich hören, also sind wir wieder Freunde? Ach, das wisst ihr fein noch gar nicht, was? Der Schlüsselschein ist der Schlüssel zum Tempel an Zestrin. Ihr wollt doch alle dahin, gell? Ich weiß, wo er ist und nachher erzähle ich es euch sogar. Shinra wird freilich vor uns da sein, aber damit müsst ihr euch abfinden, ja? Nichts zu machen, tu mir, was er sagt. Marlin. Das ist dein Lieblingscharakter? Das ist ja voll das Arschlochvieh. Was ist das denn hier für ein Sarg? Oh, ein Elixier erhalten. Ach, mehr kriege ich leider nicht. Oh oh. Richtig noch der. Ist das noch ein guter? Tatsächlich. Ich glaube, liegt das doch auf der Geschmack.
Was brauchst du denn so lang, Cloud? Ach ja, zum Tempel der Zistern kommen wir mit dem Tiny Bronco, wenn wir übers Meer nach Osten fahren. Mal so langsam mal los. Wenn Tets mitnehmen. Ich will mit, auf jeden Fall. Müssen wir die mitnehmen? Ah, nö, ey. Ja, das ist ja wild. Naja, da muss ja der alte Mann dabei. Das hat hier aber gar keine Materie ausgerüstet, das ist ja schlecht. In Fairy Tale. Habe ich den überhaupt noch? Ich habe werfen, löschen. Was sage ich löschen? Ach, Antibarriere. Könnte Fernwirkung drauf machen, wenn sie sowieso hinten steht. Leviathan. Oh, der ist ja neu. Aber Majima ist ein gebrochener Mann. Das wissen wir doch alle. Wenn man Zero gespielt hat, weiß man das. Er kann nicht anders. Er ist. Dann bis später. Ade. Ja, haben wir in der letzten Folge geholt. Wir waren bei Wutai und haben da die 5 Weisen gemacht. Jetzt sind wir, was waren die nochmal der Ausgang? Weiß ich gar nicht. Das hier? Ja! Ohne gelevelt zu haben. Ich habe das mit dem Level hier gemacht. Mit Level. Was ist Level. Was waren. Ich glaube, Yuffie ist Level 34 oder so. Ich weiß es jetzt nicht. Auch schnell wieder raus hier. Das war also der letzte Boss, also der Vater von Yuffie, der hat mich ordentlich verdroschen. Das war kein Spaß. Das war kein Spaß.